Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Das wird eine sehr spannende Sendung. Auf ein Bier mit heute Abend aus dem Herrenkeller in Ulm. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Guten Abend und guten Abend an Sie zu Hause. Ich sage einmal Prost und das gilt gleichzeitig auch für Florian Bassfeld und zum Wohl, irgendwo da unten haben wir ihn, für den Rocky. Ja. Der ist heute auch mit dabei, der Husky. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Zum Wohl. Cheers, Prost. Ja. Kurze Frage in die Runde, bevor wir so richtig loslegen. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie haben kein Geld, nichts, gar nichts, abgebrannt. Und jemand bietet Ihnen einen Job für 70.000 Euro im Jahr. Wer nimmt den Job an und wer entscheidet sich für, nee, ich nehme ihn nicht an, ich mache lieber eine Radtour durch Deutschland. Also, wer nimmt den Job für 70.000 Euro? Sie sind alle unehrlich. Was ist denn hier los? Also, ich melde mich mal für den Job und wer radelt lieber durch Deutschland? Und schläft unter der Brücke? Und schläft unter der Brücke. Das hat dieser Mann gemacht. Genau das ist im Prinzip die Zusammenfassung des Einstiegs von dir. Du hattest keine Kohle mehr, Jobangebot und hast gesagt, nee, komm, ich mach das nicht, ich will nicht mehr mit einem Angestelltenverhältnis. Wie schwierig war die Entscheidung damals, Florian? Ja, richtig richtig schwierig, weil man ist ja voll in der Angst drin, ja. Also man ist komplett abgebrannt und gibt quasi alle Sicherheiten auf, die man hat und ist eh schon pleite, kann kaum die nächste Monatsmiete zahlen. Und dann kommt so wieder Hoffnungsschimmer, dieses Jobangebot mit den 70.000 und wie so ein Wink des Schicksals. Und dann in der Angst sagt man ja eigentlich, ja gut, dann nehme ich das Geld, dann bin ich wieder auf der sicheren Seite. Ja. Und Träume kann ich ja dann später noch leben. Und ja, das war einfach eine Herzentscheidung. Also ich habe gesagt, okay, wenn ich das Angebot nicht ganz schnell ablehne, dann lebe ich wahrscheinlich nie meine Träume. Dann habe ich wieder der Angst nachgegeben. Und die entscheidende Frage war halt, es ging in meinem Leben vorher, ging es immer sehr viel um Geld. Und, ne, also eines Tages, wenn ich viel Geld habe, dann lebe ich meine Träume. Und ich habe mich aber nie gefragt, was ich denn dann tun würde. Das war eben der entscheidende Fehler. Und in dem Moment habe ich es mich dann eben gefragt, habe gesagt, okay, was hätte ich denn eigentlich mit der ganzen Kohle gemacht? Und dann war halt die Antwort ja, Weltreise. Also ich würde auf eine Radtour gehen. Und das hat mich dann dazu bewegt, halt das abzulehnen, das Jobangebot, damit ich nicht der Angst nachgebe. Und dann habe ich gesagt, dann stelle ich mich der schlimmsten Angst, die ich da hatte, nämlich unter der Brücke zu schlafen, kein Geld mehr zu haben, dann mache ich das jetzt einfach mal und gucke mal, ob es wirklich so schlimm ist. Man muss noch dazu sagen, also, erstmal, wie würdest du dich selbst bezeichnen, kurz noch, als Weltenbummler oder was gibst du an, wenn man dich dann einen Job fragt? Eigentlich Lebensrocker. Lebensrocker, okay. Ja, genau. Also man muss dazu sagen, Florian ist heute Abend auch mit dem Fahrrad da, weil er gerade zufällig hier an Ulm vorbeifährt. Gestern noch Geislingen, heute Ulm und es geht jetzt Richtung Kreta. Ja. Mit dem Fahrrad. Genau. Und mit dem Hund. Genau. Und meiner Freundin und deren Hündin. Also zu viert. Was sagen die Menschen in eurem Umfeld, wenn ihr erzählt, was ihr so treibt? Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel, weil das mit... Also ja, das mit dem, er ist verrückt, das hatte ich ja 2017 schon. Ne? Wie haben die Leute damals reagiert tatsächlich? Ja, haben sie schon gesagt, er ist verrückt, also so halt irgendwie. Ne? Auf der einen Seite, er ist verrückt, auf der anderen Seite, ja boah, geil, würde ich auch gerne machen. Ja. Also, so beides und... Ja, meine Freunde, die haben, oder Familie, die haben natürlich schon ein bisschen gezweifelt, ne? Warum nimmt er jetzt nicht den Job? Da wird sich jeder, sag mal, die Finger schlecken. Ne? Was hast du denn beruflich gemacht? Ich bin Kfz-Mechatroniker und Maschinenbauingenieur und habe das auch alles brav fertig gemacht. Und mit 23 war ich dann also das Studium Maschinenbauingenieur. Abgeschlossen, alles. Ja, genau. Und das ist heute für dich, 4 Jahre zurückliegen, oder zurückliegend, ist es heute für dich unvorstellbar, in dem Job nochmal zu arbeiten? Ja, sonst wäre ich ja schon zurückgegangen. Ne? Also... Das ist, wenn man das halt mal macht, ein Jahr und halt so intensiv lebt, also jetzt nicht 2, 3, 4 Wochen Jahresurlaub oder wie viel man auch immer hat, sondern halt mal jeden Tag lebt und jeden Tag Erlebnisse hat. Also wenn ich halt Fotos knips, zum Beispiel mit dem Smartphone, gucke die Fotos nach 3, 4 Jahren an, dann kann ich mich teilweise an jeden einzelnen Tag erinnern. Und wenn ich dann Fotos habe von davor, aus meiner Großraumbürozeit, dann... weiß ich nicht mehr, was der eine Tag und was der andere war, weil monatelang einfach der gleiche Ablauf war. Mhm. Kann ich mich an nichts erinnern. Also damals durch Deutschland dann gefahren, anstelle des Jobs, ich glaube für 250 Tage ungefähr. Ja, genau. Jetzt seid ihr auf dem Weg Richtung Kreta mit dem Fahrrad. Das dauert grob bis...
Weihnachten. Bis Weihnachten, na klar, was man halt so macht. Stuttgart Nordcup hast du schon mit dem Fahrrad gemacht. Das war 2019. Stuttgart Malta hast du schon mit dem Fahrrad gemacht. Ja, bis Malta habe ich es nicht ganz geschafft, aber bis Sizilien letztes Jahr, ja. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Wie viele Kilometer legst du so zurück im Jahr? Ja, eigentlich so 5000 in etwa. Also das schaffe ich auch. Im Auto. Ja, klar. Also du fährst alles mit dem Fahrrad. Ja, gut. Also man muss schon strategisch arbeiten. Wenn man jetzt so Distanzen hat wie eben zum Nordcup, ist es ganz schwierig, die zu schaffen, weil zum Nordcup hat man zum Beispiel ganz viele Fjorde und dann Höhenmeter und das sage ich halt immer mit dem Fahrrad, also mit dem Auto, da geht ein Tunnel unter dem Fjord durch, der geht 10 Kilometer. Dann hat man 10 Kilometer Richtung Norden gemacht, mit dem Fahrrad fährst du halt 70 Kilometer außenrum. Und dann hast du auch bloß 10 Kilometer Richtung Norden gemacht. Ne? Es ist der eine Punkt, der andere Punkt ist, ich weiß nicht, ob du das Fahrrad mal gesehen hast, wie groß das alles ist mit dem Hundeanhänger und so. Also die Möglichkeiten, da irgendwie ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen, sind sehr beschränkt. Du kriegst schon fast nicht den Zug rein, also kannst knicken. Und dann hast du halt ab und zu mal Glück, dass du halt eine Fähre nehmen kannst, zum Beispiel über eine längere Distanz. Oder tatsächlich auch Leute, die dann halt einen Van haben und einen dann mal mitnehmen und ein paar Kilometer eben einem helfen über den Berg oder so, ja. Es gibt Bücher davon, das möchte ich an der Stelle auch sagen, zum Beispiel Freiheitsdrang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens oder auch das Husky-Abenteuer, da geht es um Rocky, den wir ja unter uns auch mit dabei haben heute, jetzt ganz, ganz friedlich. Dem gefällt es, was ihr da macht, oder? Ja, genau. Der Rocky, der ist ja ein Schlittenhund und das heißt, er will von Haus aus ziehen, arbeiten, aktiv sein, auch viel draußen sein. Das ist kein klassisches Haustier. Er möchte ja unterwegs sein und im Freien. Und bei mir zieht er halt nicht den Schlitten, sondern halt das Gespann, also Fahrrad mit Anhänger. Er zieht euch? Mhm. Achso, du hockst da hinten faul drin? nee, nicht hinten. Also ich sitze schon auf dem Fahrrad und treppel mit, aber wenn er jetzt, sage ich mal, frisch geladen ist, also wenn er geschlafen hat. Und wie so ein E-Hund. Ja, er ist leichter zu laden wie das E-Bike, ne? Weil er braucht nur Futter, Wasser, ein bisschen Liebe und ein bisschen Schlaf. Und dann ist er wieder geladen. Und dann zieht er euch komplett? Also selbst Hundetrainerinnen, wenn ich mit denen drüber rede, die können es nicht so richtig glauben. Aber es ist tatsächlich so. Ich zwinge ihn da ja auch zu nichts, ne? Das liegt in seiner Natur. Wenn ich ihn jetzt einspanne, wenn es bergauf geht, dann kann ich ja auch nicht mehr treppeln, weil das halt teilweise so steil ist, dann muss ich nebenher laufen. Und wenn er dann eingespannt ist und zieht, dann muss ich bergauf joggen. Weil ich glaube, ganz viele denken, warum joggt denn der Typ jetzt auch noch bergauf mit dem riesen Gespann? Ja, weil der Hund so schnell zieht. Wie viele Kilometer hält denn so ein geladener Hund? Also wir machen tatsächlich ganz wenig. Also 20 Kilometer am Tag, weil es halt so viel Gewicht ist. Und davon zieht der Rocky so 5 bis 8, je nachdem genau. Aber man muss halt immer gucken, also temperaturmäßig, ne? Also sein ideales Arbeitsklima liegt halt so bei bis zu plus 15 Grad, sage ich mal, also ab über 20 ist nicht mehr so toll. Also wir kommen jetzt so langsam in den Bereich, wo er sich wieder wohler fühlt, oder? Ja, und so habe ich halt auch die Reisen gelegt, dass wir im Sommer halt in den Norden gegangen sind, also nach Norwegen ins Nordkap, wo es nicht so heiß ist, oder nach Großbritannien. Und wenn ich nach Italien bin, das war dann halt eine Winterradtour so, ne? Was habt ihr alles dabei an Gepäck? Also was nimmt man mit, wenn man sich vornimmt, ich fahre mit dem Fahrrad 3 Monate, oder? Mal kurz nochmal rechnen. Ja, 6 bis 9, je nachdem. Ja, also ich fahre da jetzt Richtung Kreta. Was nimmt man da mit? Ja, zu viel. Nee, das ist ja. Du brauchst ja wahrscheinlich allein für den Hund irre viel Futter. Ja. Oder kauft man es unterwegs? Nee, das ist gar nicht so das Thema. Also was so die Tagesverpflegung anbelangt, sei das jetzt Wasser oder Futter, da guckt man immer, dass man nur das Nötigste dabei hat. Also 1,5 Kilo Sack Hundefutter oder so. Oder wenn es bergauf geht, dann haben wir nur 1 bis 2 Liter Wasser dabei. Und abends, wenn man dann zelten geht, dann füllt man halt alles auf, dann hat man 9 Liter Wasser, ne? Wenn man kochen möchte und alles. Und ansonsten hat man halt alles, was man zum Leben braucht. Und statt halt riesen Werkzeugkasten hat man dann das Taschenmesser und also halt immer aufs Nötigste fokussiert. Und ihr zeltet dann immer? Ja, genau, ganz viel Wildcampen, ja.
Aber wir haben Eigenheim. Ich hätte Angst. Habt ihr keine Angst? Das ist kein Thema? Draußen immer allein? Nee, hier gibt es ja keine Bären. Naja, aber andere Viecher, oder? Ja, gut, wir haben jetzt noch diese kleine Hündin dabei, die Lotti heißt sie, und die ist ein bisschen Wachhund. Die beschützt euch. Die ist Wachhund, genau, der Rocky, dem ist das egal, egal wer kommt, hi, wer bist du, hast du Leckerlis? Und die Lotti halt, wenn die draußen, sag mal, ein Eichhörnchen pupsen hört, dann Also die ist wie so eine Alarmanlage, mein ja, Gott, bist total. Du ganz süß, wie er da liegt, oder? Ja, das ist jetzt total entspannt. Welche war die spannendste Reise, die ihr gemacht habt? Ah, es war eigentlich jede Reise spannend, hatte jede ihre speziellen Herausforderungen, und ich finde, dass die auch alle aufeinander aufbauen, also dass man halt mit der einen Reise gewachsen ist, um dann für die andere, sage ich mal, reif zu sein, um die zu bestehen. Die erste, haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, 2017 halt, du startest ohne Geld und damals noch ohne Husky mit dem Supermarktfahrrad, ne, und sammelst dann Pfandflaschen, spielst ein bisschen Gitarre und vertraust halt irgendwie drauf, dass es weitergeht. Also da ist das was komplett Neues. Einfach mal so, ja, dem Strom des Lebens vertrauen oder wie man es nennen will. Und merkst dann im ersten Jahr, dass das gut geht, und bist vollkommen erstaunt, weil ich sag mal, in diesem einen Jahr 2017 habe ich schon viel mehr gelebt als in den 26 Jahren davor, weil ich halt jeden Tag netten Menschen begegnet bin und ja, viel von der Natur gesehen habe, viel von Deutschland gesehen habe. Und dann im zweiten Jahr sagst du dann, okay, seit 26 Jahren wollte ich einen Hund haben und ich habe es nie gemacht. Und dann machst du das, was eh schon verrückt ist, nochmal ohne Geld mit einem Hund, was du ja noch nie hattest, den du 3 Wochen kennst, der aus Rumänien kommt, aus der Tötungsstation, und sagst dann ohne großes Training, also ein bisschen Tipps konnte ich mir holen von einer Hundetrainerin, von einer Befreundeten, und sagst dann, ich radle jetzt ohne Geld mal nach Großbritannien mit demselben Aldi-Fahrrad und glaub mal dran, dass es schon gut gehen wird. Und bist dann halt im Ausland und alles, ne? Und im dritten Jahr sagst du dann wieder mit demselben Aldi-Rad, ich radel jetzt zum Nordkap mit meinem Husky, was so ein Stück weit das Ende der Welt ist, ne? Und auch ohne Geld. Und Norwegen ist das, ich weiß nicht, das siebteuerste Land der Welt und hat, glaube ich, die längste Küste Europas. Und dann haben wir das auch noch geschafft. Wahnsinn. Ja. Und so ging es halt weiter, ne? Und dann hast du 2020, hast du dann halt Corona ein bisschen die Spielregeln bestimmt. Mhm. Dann ist die Frage, wie weit kommst du überhaupt? Eigentlich in den Zeiten ist es komplett unmöglich. Aber ich habe den Eindruck, du hast die Entscheidung von vor 4 Jahren, von 17, nicht bereut, oder? Nee, gar nicht. Keine Sekunde, nie? Nee, gar nicht, nee. Es war natürlich oft hart, weil ich halt, sag mal, 4-mal pleite war oder so. Ja, das war schon hart. Wie ist es heute? Weil wenn du zum Beispiel sagst, also ein bisschen Geld braucht man ja trotzdem, man muss Hundefutter kaufen. Ja, ja. Unterwegs braucht es ja auch mal hier und da eine Kleinigkeit. Vielleicht geht am Fahrrad was kaputt. Ja, Norwegen, eines der teuersten Länder der Welt. Wie machst du das heute? Wie finanzierst du das? Ja, also das Hauptthema war eigentlich nicht die Reise. Auf der Reise habe ich früher gar nicht so arg viel gebraucht, sondern es waren dann halt die anderen Kosten, wie halt Krankenversicherung und ja, jetzt gerade die Bücher veröffentliche ich zum Beispiel selber, und dann muss ich halt selber das vorstrecken, wenn ich ein Lektorat machen lasse oder Grafikdesign machen lasse, und dann je nachdem ist halt mal ein Tausender weg, ne? Und dafür ist eigentlich das meiste Geld draufgegangen, oder wenn ich halt Videos schneide für YouTube, dann kauft man halt mal kurz eine neue Kamera für 500 Euro. Mhm. Die Leute denken alle, man wird da reich über Nacht und muss nichts arbeiten. Ganz so ist es nicht. Also ich habe in den letzten Jahren halt sehr viel und sehr hart gearbeitet nebenher. Und sag mal, auf der Reise so von der Hand in den Mund gelebt und dann halt nebenher diese Bücher geschrieben. Und die haben mir das dann halt ermöglicht, im Laufe der Jahre da dann so 0-0 rauszukommen oder so, ja, ab diesem Jahr mache ich so ein bisschen Plus, dass ich jetzt auf der Reise mir dann auch ein bisschen was gönnen kann und ja, jetzt mal auf den Campingplatz gehen oder so, genau. Aber auch wo ich das Fahrrad gerichtet habe jetzt, und es ist kein Hochpreisfahrrad, ich habe für 100 Euro zum Beispiel ein Fahrrad gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Wenn man dann die ganzen Sachen kauft, wie Satteltaschen, Campingkocher und so weiter, das ist ratzfatz ein Tausender weg, das glaubt man nicht. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Ich hoffe, Sie auch, dann bleiben Sie bei uns, wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück, aufhören wir mit. Bis gleich.
Auf einmal mit Teil 2, heute Abend immer noch mit Florian Bassfeld, der bei uns ist. Schön, dass Sie weiterhin bei uns sind. Du hast gerade eben schon von deinen Touren erzählt, von all den Kilometern, die du zurückgelegt hast, zusammen mit Rocky, der ja auch heute bei uns ist. Hast du überhaupt noch ein ja, der fühlt sich wohl. Mach ruhig, Rocky. Er sucht das Rampenlicht. Ist alles gut. Hast du überhaupt noch einen festen Wohnsitz? Nicht mehr so wirklich. Könnte man eigentlich eher das Zelt als festen Wohnsitz bezeichnen. Wohin bekommst du deine Post? Ja, die landet bei Freunden oder Mama im Briefkasten, je nachdem, wo ich gerade stecke. Und was ist, wenn da mal ein wichtiger Brief, wobei, also Rechnung oder so kriegst du ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Es sind ja eh nur Rechnungen, was im Briefkasten landet. Ich hasse Briefkastenöffnen, das ist immer blöd. Aber, ich hab's eh nicht so damit, ja. Aber also das kommt dann auch zur Familie, oder? Ja, genau, dann kriegt man halt die Fotos. Das schon. Im WhatsApp, genau. Also du hast ein Handy dabei, ja, genau, und kriegst, ja, es dann, ja, eingescannt, ja, durchgemailt. Genau, so irgendwie. Eieiei. Was können wir, habe ich mich im Vorfeld gefragt, wir alle, auch Sie zu Hause, was können wir von dir lernen für unseren Alltag? Ich glaube, wir können nicht alle unsere Jobs kündigen und nicht alle sagen, so, ab jetzt arbeite ich nichts mehr, ich lebe einfach mein Leben und fahre mit dem Fahrrad. Aber was können wir von dir lernen und übernehmen? Ja, ich glaube, also so einer der wesentlichsten Punkte ist, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Also mir ist schon klar, dass jetzt nicht jeder im Zelt schlafen kann und will, aber vielleicht, dass halt das Essentiellste, was man so braucht, dass das fast auf ein Fahrrad passt. Ja? Also ich habe ja auch meinen Campingkocher dabei und alles und kann was Warmes kochen und ja, ich habe die essentiellsten Dinge, die ich zum Leben brauche, habe ich. Und auch mit wie wenig man eigentlich glücklich sein kann. Ich glaube, das sind so zwei der wichtigsten Punkte. Und der dritte wäre wahrscheinlich, die Welt ist viel positiver, als wir glauben. Weil ganz arg viele Menschen, ja, sagen dann halt auch, ja, haben sie keine Angst. Und wie sind die Menschen da draußen? Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt in 5 Jahren nie ausgeraubt worden, sondern ich habe halt oft wo übernachtet und am nächsten Morgen stand eine Tüte da mit Lebensmittel oder so oder ein Sack Hundefutter. Also ich habe ganz oft ganz viel tolle Erfahrungen gemacht mit Menschen, auch immer gerade, wenn ich eine Panne hatte, erst vor kurzem wieder. Ja, ich bin 5 Tage war ich unterwegs mit diesem eBay-Fahrrad, von dem ich erzählt habe, und dann Rahmenbruch. Ja? Ja. Meine Freundin hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, die kannte das ja noch nicht. Ah, du kanntest es schon? Ja, ich weiß halt, dass bei jeder Tour am Anfang kommen erstmal einige herbe Rückschläge, wo man halt merkt, oh, das ist jetzt gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann kam halt dieser Rahmenbruch nach 5 Tagen. Ne? Und wir haben gesagt, wir radeln jetzt nach Kreta. Und dann sieht das halt so brutal dramatisch aus. Das ist jetzt passiert. Genau, ja. Okay. Jetzt wieder vor 5 Tagen. Ne? Okay. Genau. Und dann kommt einem das halt so vor, wie wenn jetzt halt Game Over ist. Und dann habe ich gesagt, ja, entspann dich, das ist nur ein Fahrrad. Marmorstein und Eisen bricht. Marmorstein und Rahmen bricht. Ne? So in der Art. Ne? Ja, und habe gesagt, da wird schon irgendwie sich eine Lösung finden. Es ist ja nur das Fahrrad, lässt sich austauschen. Und dann 5 Minuten später kam eine andere Radlerin vorbei und hat dann gesagt, ob wir Hilfe brauchen. Habe ich gesagt, ja, aber das lässt sich jetzt nicht so ganz schnell bewerkstelligen, weil da braucht man halt eigentlich ein Schweißgerät oder am besten ein neues Fahrrad. Also das ist halt Feierabend. Ne? Rahmenbruch ist Fahrrad, Totalschaden. Und ja, dann hat die gesagt, sie hat einen Transporter und sie könnte uns dann zu meiner Freundin nach Hause fahren. Das war dann nicht weit, weil wir waren eh nur so im Kreis unterwegs. Und dann ist sie mit dem Transporter wiedergekommen. Und da haben wir Tetris gespielt in so einem VW-Bus. Also was passt rein und wie passt rein? Ja, genau, weil wir hatten 2 Fahrräder, einen riesigen Hundeanhänger, 2 Hunde und 2 Erwachsene. Ne? Und das da alles reinkriegen in das Ding, das war echt eine Kunst. Und einen Tag später sagt dann ihr Opa, also der Opa von meiner Freundin, ja, er hat noch ein Fahrrad und das steht eh bloß in der Garage und das können wir haben. Und das ist okay, um nach Kreta zu fahren? Ja, bis jetzt schon. Ich gucke immer, wie weit ich komme, aber bis jetzt habe ich einen sehr guten Eindruck. Ja. Und wir haben nochmal viel Gewicht reduziert, aber es ist nochmal einiges stabiler wie das alte. Also ja, ich denke schon. Wenn du sagst, man kann von dir oder wir können von dir lernen, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. Was braucht es denn, um glücklich zu sein?
Ja, also eigentlich nicht viel, ne? Also was zum Essen, ein bisschen Liebe, also oder ein bisschen Kuscheln, was ich ja mit dem Rocky auch schon hatte, der sich da immer neben mir dran an den Schlafsack gekuschelt hat. Ganz wichtig natürlich auch Begegnungen mit Menschen, wo ich ja auf der Reise ganz arg viele hatte. Also dieses Gefühl, dass man halt nicht einsam ist, sondern immer irgendwie in der Gesellschaft. Und ja, für mich sind da die grundlegenden Dinge ganz wichtig, wie halt irgendwie frische Luft, Sonne, also dass ich halt Freilandhaltung, ne? Dass ich halt draußen bin und ja, die Sonne spüre und in der Natur bin. Das sind für mich die wichtigsten Dinge, ja. Wie wichtig ist denn sowas wie Selbstvertrauen? Ja, also brutal wichtig, wenn man jetzt ohne Geld loszieht, so wie ich, ne? Man braucht ja da ein grundlegendes Vertrauen, weil auf so einer Reise, man kann ja jetzt gar nicht alles, man kann nicht auf alles gewappnet sein, ja? Man kann ja kein Pocket-Schweißgerät mitnehmen oder so. Also jetzt jemand, wo sehr viel Angst hat, der würde halt probieren, keine Ahnung, 200 Versicherungen abschließen und jede Eventualität absichern. Aber das geht einfach nicht. Also man muss halt dran glauben, dass man A, selber in der Lage ist, die meisten Dinge, für die meisten Dinge eine Lösung zu finden und dass B, ansonsten halt im richtigen Moment Hilfe von außen kommt, dem man zur Stelle sein wird. Und das ist jetzt, glaube ich, was sehr schwierig ist, wenn man halt sein Leben lang so irgendwie in der Seifenblase gelebt hat, also das nie erfahren hat. Wenn man es dann mal 6 Monate oder 12 Monate erlebt hat, dann weiß man das ja schon. Also dann kommt da auch umso mehr Vertrauen. Deswegen war das ja mit dem Rahmenbruch, war das ja für mich natürlich auch blöd, aber ich wusste, das wird schon irgendwie. Meine Freundin war jetzt neu dabei und natürlich hat die dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also das kommt mit der Zeit, dieses Vertrauen, ja. Wenn Kreta Richtung Weihnachten abgehakt ist, welche Reisen stehen da noch so auf deiner Liste? Wo willst du noch hin? Wo wollt ihr noch hin? Ja, im Prinzip das große Ziel seit jeher bei mir ist halt Weltreise und da sage ich halt, die Welt ist sehr groß. Wir haben, ich weiß nicht, 192 Länder oder so. Ich habe irgendwie mal ausgerechnet, wenn ich jedes Jahr 3 mache, bin ich bis 90 fertig. Ja, das ist ja, bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt 31. Und ja, es ist schwierig. Ich bin schon immer gern mal daheim so in Deutschland. Ich mag Deutschland auch. Oder die Heimkehr ist immer was ganz Schönes, wenn man mal eine Weile weg war. Lernt man dann Deutschland und die Heimat nochmal anders zu schätzen? Ja, ich muss sagen, die anderen Länder, die Leute, die waren ja da auch alle total freundlich. Also Italien oder so, die waren auch alle total herzlich. Also man hat sich überall wie zu Hause gefühlt. Aber man fängt dann halt irgendwie an, halt die Freunde, sage ich mal, ein bisschen zu vermissen oder die kulinarischen Köstlichkeiten. Man will dann mal wieder seine Brezel essen und die Maultaschen so in der Art, ja, genau. Ein gutes Bier. Ja, das auch. Oder? Auch mal wieder. Okay, also Weltreise steht noch auf dem Plan. Ja, genau. Aber das ist ja, wir leben in einer Zeit, da kann man das ja alles gar nicht planen, ne? Also da muss man wirklich von Tag zu Tag gucken, wie lange hält das Fahrrad, welche Grenzen sind offen. Ja, und wo bietet es sich gerade an? Also letztes Jahr zum Beispiel wollte ich ursprünglich zum Schwarzen Meer radeln. Und im September hat dann Ungarn die Grenzen geschlossen. Und dann habe ich gesehen, mit Corona sah es in Italien recht gut aus. Und dann bin ich da halt nach Italien gefahren. Und ja, schon hat halt eine Situation die ganze Route geändert. Und da muss man halt echt flexibel sein und darf da nicht so starr dann drauf beharren. Ja. Ich habe neulich gesehen, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, die längste Verbindung, die man komplett geradeaus auf der Erde zurücklegen kann, du müsstest nicht mal lenken mit dem Rocky, es sind, glaube ich, 13.000 Kilometer. Es gibt, glaube ich, eine Strecke, bolzgerade 13.000 okay. Kilometer. Ja, ja. Das wäre doch auch noch ein Ziel. Ja. Ja, ich weiß, weißt du, was das war? Oder? Nee, aber das lässt sich ja, glaube ich. Könnt mir vorstellen, vielleicht der Salzpfad oder so, wo halt früher, ne, die Gewürze transportiert worden sind oder so. Ehrlich gesagt hatte ich mir das nicht gemerkt, weil ich für mich beschlossen habe, dass ich das vermutlich nicht zurücklegen werde. Wie planst du so eine Tour, wenn du sagst Weltreise oder jetzt Kreta? Wie macht man das? Wie gehst du da vor? Ja,
Also eigentlich bin ich jemand, der da ziemlich wenig plant und sich immer aufs Nötigste fokussiert. Also ich gucke halt, welche Ausrüstung brauche ich. Das kenne ich ja mittlerweile von den letzten Jahren. Da weiß ich halt zum Beispiel, dass man da selbst mit einem günstigsten Fahrrad oft sehr weit kommen kann. Also das mit dem Rahmenbruch kann zum Beispiel auch beim neuen Fahrrad mit 3000 Kilometer passieren. Das, wo ich jetzt hatte, das war das, mit dem ich letztes Jahr auch 5000 Kilometer gefahren bin. Und letztes Jahr hat es auch nur 120 Euro gekostet, das Fahrrad. Ne? Also es ist wirklich die günstigste Ausrüstung, die absoluten Basics. Und mittlerweile bin ich, sage ich mal, ein bisschen fitter, was die Tourenplanung anbelangt und gucke halt wirklich auch, wo lassen sich Höhenmeter vermeiden. Also leg dann die Touren gezielt die Flüsse lang. Oder ich weiß zum Beispiel, ich brauche halt 8 Wochen, bis mein Körper fit ist. Und dann in den ersten 8 Wochen gucke ich halt, dass ich die Belastung möglichst gering halte. Und nach 8 Wochen kommt dann meistens schon die Alpenüberquerung. Florian Bassfeld ist jetzt die nächsten Wochen unterwegs, bis Weihnachten, dann hoffentlich in Kreta. Dann kommst du Weihnachten zurück zur Familie? Nee, aber wenn's gut läuft, dann kommt die Familie zu uns. Auch eine Option. Sau spannend. Alles Gute für die Zukunft. Mehr kann ich nicht sagen. Ich finde es beeindruckend. Dankeschön. Danke für den Besuch. Vielen Dank an Sie. Dankeschön fürs Mitdabeisein heute Abend. Vielen Dank an Sie. Schönen Abend. Auf ein Bier mit. Und ich brauche noch eine Unterschrift, um Gottes Willen. Bis nächste Woche. Tschüss. Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.